Ganz einfach, das sagt ja auch schon der Titel, heitere Polizeiarbeit. Ich habe in diesem Buch alles das aufgefangen, was an lustigen Begebenheiten in der Polizeiarbeit so stattfindet. Nicht nur mal die ernsten und komplizierten Sachen, sondern die ganz einfachen, lustigen Begebenheiten. Zusammenzutragen war eine über langere Zeit, während meiner gesamten Dienstzeit. Aber die intensive Arbeit befasste sich mit den letzten 9 Monaten. In der Zeit entstand dann dieses Buch. Es ist eine Geschichte, die sich zugetragen hat, die eigentlich gar nicht so lustig ist. Ein junges Ehepaar hatte sich in den 70er Jahren selbst ein U-Boot gebaut, um mit diesem U-Boot durch die Elbe in die Freiheit zu kommen. Als ich diese Information bekommen hatte, habe ich mich mit der Bundesbeauftragten für Stasiunterlagen der ehemaligen DDR in Verbindung gesetzt und habe dort recherchieren können und habe auch die Möglichkeit bekommen, den Text natürlich verkürzt und auch Bilder von diesem U-Boot in dieses Buch aufnehmen zu können. Dummdreist. An einem Sonntagmorgen wurde die Polizei in Brandenburg an der Havel zu einem ungewöhnlichen Einbruchsdiebstahl gerufen. Ein 18-Jähriger in der Görgenallee beklagte den Verlust seiner 12 Cannabispflanzen. Der Einbruch wurde aufgenommen, der Geschädigte hatte nun aber auch eine Anzeige wegen Drogenbesitz am Hals. Ziemlich dumm, oder? Nur zu viel gekifft?